Im Zuge des Projekts Grenzen bringen wir einen Beitrag mit dem Namen Grenzen der Musik. Diesbezüglich beschäftigen wir uns mit der Band Lady Baby, einer japanischen Musikgruppe, bestehend aus einem australischen Wrestler und zwei japanischen Musikerinnen. Sie verbinden J-Pop und Heavy Metal und kreieren damit ein völlig neues Genre namens Kawaii-Core. Des Projekts war es uns ein Anliegen, vor allem Menschen aus der Gruppe junger Erwachsener um ihre Meinung in Bezug auf das Video zu befragen. Hierbei wollten wir die Frage nach Grenzüberschreitung in den Mittelpunkt stellen. Dürfen wir Sie kurz zu einer Meinung über ein YouTube-Video befragen? Ja. Der Kleine, das war... Wo ist Gäste denn hier? Das nennt sich Kawaii, ne? Ist das eine Musikrichtung, oder? Ja, J-Pop und Metal. Wie Okay, Sie haben jetzt das Video Nippon Manju von Ladybeard von YouTube gesehen und wir möchten Sie nun um Ihre Meinung zu diesem Video befragen. Okay, ja. Also, ich finde das Video eigentlich sinnlos. Und also mir gefällt das nicht mehr. Ich finde auch den Sinn dahinter, der Sinn dahinter kommt nicht raus bei diesem Video und auch die Musik nicht rein. Ja, es ist nicht schlecht, aber gewöhnungsbedürftig. Also, ja, meine Mädels schauen ganz lieb aus, aber er ist ja extra. Ja, also. Ist jetzt nicht so meine Musikrichtung, aber ist ganz lustig. Keine Ahnung. Ist das Video Ihrer Meinung nach ein Video, welches Grenzen sprengt? Und meinen Sie, dass es hier in Österreich bei uns oder in Japan Grenzen sprengen würde? In Japan glaube ich nicht, aber in Österreich würde es schon Grenzen sprengen. Da es bestimmt nicht viele Leute ansehen würden. Ich finde, dass das ein sehr besonderes Video ist, nicht wie was sich immer sieht. Aber besondere Grenzen wissen wir jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen rass vielleicht, aber. Grenzen. Also Kinder würde es fernhalten, also für Erwachsene. Was einen guten Charakter haben, gerne würde ich. Wir haben das Glück, mit einer Expertin auf diesem Gebiet zu sprechen. Sie ist Salzburgerin und spricht fließend Japanisch. Sie hat bereits mehrere Aufenthalte in Japan hinter sich, darunter eine Zeit, in der sie dort gelebt und gearbeitet hat. Und sie hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, zu unserem Thema Stellung zu beziehen. Gut, zunächst einmal danke für das Interview. Bitte gerne. Du hast ja einige Künstlernamen. Wie darf ich dich denn ansprechen? Als Keiki Hime, bitte. Okay, Keiki Hime. Welchen Tätigkeiten bist du denn während deiner Aufenthalte in Japan so nachgegangen? Ich war hauptsächlich Sängerin, habe aber auch gemodelt, geschauspielert und nebenbei ein paar richtige Nebenjobs auch gemacht. Okay, also du warst Sängerin in einer Band, das ist ja sehr, das passt sehr gut zu unserem Thema. Worauf kommt es denn deiner Meinung nach in einer japanischen Band an? Also bei diesen Idol-Bands kommt es nicht nur auf den Gesang drauf an, eher weniger sogar, sondern mehr auf die ganze Performance. Also dazu kommt das Reden, das Tanzen, das Singen und der Charakter an sich. Und unsere Idol-Band zum Beispiel hat auch so ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel, dass halt diese Ausländerin namens Keiki Hime dabei war. Und es versuchen sehr viele Idol-Bands irgendwie herauszustechen mittlerweile, weil es echt viele gibt in Japan. Okay, dankeschön. Bist du der Meinung, dass man als japanische Band aus österreichischer Sicht Grenzen sprengt? Naja, also ich finde, dass diese japanischen Bands in Österreich jetzt nicht wirklich viele Fans gewinnen könnten. Es gibt zwar eine Fanbase und so,
Aber da die Österreicher doch eher so auf westliche Musik stehen, glaube ich jetzt nicht, auch allein schon wegen der Sprache, dass die Österreicher wirklich das wirklich so feiern würden. Ja, okay. Ja, danke für die Einschätzung. Du hast es ja schon angesprochen, dir ist das Video, mit dem sich unser Projekt befasst, ja bekannt. Was ist deine Meinung dazu? Mir hat es schon sehr gefallen. Mich hat es jetzt nicht so überrascht, nicht so erschrocken wie viele andere, weil das, ich habe es schon öfter gesehen, es war trotzdem sehr unterhaltsam und die Musik hat mir auch gefallen. Okay, also nicht sonderlich besonders mehr. Also kann man solcherlei Bands in Japan öfter vor oder ist das auch dort ein Unikat? Also würde man auch in Japan damit Grenzen sprengen? In Japan eher nicht, weil in Japan kommt sowas schon öfter vor. Mittlerweile gibt es sehr viele Bands, die halt wirklich irgendein besonderes Konzept haben, irgendwas Innovatives, um herauszustechen. Zum Beispiel Idol-Bands, die immer mit Gasmasken auftreten, Idol-Bands, die in ihren Performances immer Air-Gitarre spielen, Idol-Bands, die eben wie Lady Baby irgendeinen komischen Typen in der Band drinnen haben. Oder zum Beispiel die japanische Popmusik mit irgendeinem anderen Musikgenre verbinden, wie zum Beispiel Baby Metal. Ist auch sehr erwähnenswert. Dankeschön, das ist sehr interessant. Abschließend noch, was würdest du uns Österreichern als Tipp geben, um in Japan keine Grenzen zu verletzen? Also die Ausländer neigen sehr stark dazu, dass sie in Japan Aufmerksamkeit erregen durch ihre Lautstärke. Zum Beispiel im Zug oder in Restaurants, dass sie halt wirklich zu laut sind und es wirft eigentlich überhaupt kein gutes Licht auf uns Ausländer. Aber auch sollte man darauf achten, dass man sehr respektvoll und höflich ist. Und zwar ist es meiner Meinung nach was Gutes an uns Ausländern, dass wir sehr offen sind, aber man sollte zu Japanern nicht zu offen sein und nicht jeden Japaner, der einem über den Weg läuft, sofort umarmen. Davon rate ich ab. Nicht jeden Japaner sofort umarmen. Dankeschön. Bitteschön. Abschließend lässt sich sagen, dass es sich bei derart exotischen Musikrichtungen in unseren Breiten immer noch um Randerscheinungen handelt, welche jedoch in der heutigen Zeit unter jungen Erwachsenen auf wesentlich mehr Toleranz treffen.